war wie ein Sohn für mich. Etwas kränklich vielleicht, aber sehr viel. Er hat so viel erreicht. War so gut. Sie haben es mir genommen und verändert. Wie den Abgrund. Wie Lucy. Wir wollen der Welt helfen. Jetzt mal. Sie vor sich selbst retten. Aber sie stehen in meinem Weg. Alles verarbeitet. Der rastet gerade so ein bisschen aus, ne? Mhm. Außerdem hätte er ihn nicht auf uns drauf gehetzt, hätten wir nicht umbringen müssen. Oh, die kann man auch umgehen? Ist ja geil. Für die Faulen, ne? Was soll das? Autsch. Ja. Na krass, die hätten uns jetzt so festnageln können, ne, wo wir da gestanden, gelegen haben. Ja, die wollen uns ja killen. Was denn, was denn, was denn, hä? Ich glaube, du hast ja nicht mehr alle, ey. Wir haben auch irgendwie keine Lebensanzeige und so. Mhm. Die haben voll Schiss. Schick dich doch nicht immer so lutschen. Wer ist das denn? Wer bist du? Irgendeine Angestellte, denke ich. Geil. Ja gut, dann lässt sie uns rein. Oh, scheiße. Dad? Nicht so schnell, Mr. Miles. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, ich mache hier die Ansage. Geben Sie mir den Apfel. Sie wollen ihn? Bitte. Doch. Halt! Nein! Neu. Du hättest nicht herkommen sollen. Du setzt alles aufs Spiel. Für was? Nur um deinen Vater zu retten? Ja. Hauptsache, macht mit dem Apfel mal ein bisschen so, drückt ein paar Knöpfchen, weißt du, und dann bam, 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 bam. Drücken Sie Leertaste E, linke R oder Q, um die Energie des... Geil. Hallo. Hey Leute, wie geht's euch? Hier erstmal mit einer Runde. Bam! Hier. Wollt ihr auch? Bam! Voll das Überteil. Darum hat man, glaube ich, im allerersten Assassin's Creed gekämpft. Um diesen, um diese Kugel, um diesen Apfel. Ich würde die Energiequelle anschließen, bevor ich wieder in den Animus steige. Ja, dann machen wir das auch. Wir haben das irgendwie immer vorgehabt, aber nie hingekriegt, ne? Weil wir nicht wissen, wie, ne? Ja. Ich glaube, wir sind immer hier raufgerannt, wollten das dann hier machen und dann ging das nicht.
wo kann man denn die Kacke anklemmen, ey? Ich sag es dir. Ich radder nicht. Ich auch nicht. Ich bin zu dumm für dieses Spiel. Das ist der Animus, ne? Nee, das ist nicht der Animus. Was ist das? Bücher. Warum liegen da Bücher? In dieser Zeit liegen da keine Bücher mehr. Das ist der Animus, oder? Ja, das ist der Animus. Warum ist denn der jetzt schwarz? Voll der Sarg. Interagieren? Hallo? Guck mal, ich hab voll den Fehler da unten. Mit dem Grünen da drin. Das ist nur so ein Quatsch. Da kann ich mit der nur labern. Wo zum Henker kann ich die Kack-Energiequellen da? Das gibt's nicht, ne? Pass auf, und ganz am Ende haben wir dann so alles durchgespielt, ne? Mhm. Und dann fehlt uns nur noch, bitte bringen Sie die Energiequellen an. Ey, ich bin echt zu bescheuert dafür. Ich leider nicht. Da unten können wir ja, da unten kann das ja nicht sein. Das muss ja irgendwie an seinem Laptop oder so sein, ne? Vielleicht hier oben? Hier hatten wir auch mal irgendwas gehabt, ne? Dass da irgendwie so eine Gottheit kam oder so, ne? Ja. Und hier oben ging es ja dann auch nicht weiter, oder? Nee. Kommen wir nur noch hier rauf und dann war ja Ende, ne? Geht's oder noch nicht weiter? Wo sind wir jetzt? Wenn wir die grausame Macht der Sonne nicht nutzen konnten, vielleicht konnten wir sie abwehren. Wir konnten die Felder schon erzeugen, um uns in Zeiten des Zis zu schützen. Doch dieses waren kleine und simple Dinge, sie in den ganzen Ausmaßen eines Planeten zu erschaffen. Dafür mangelte es uns an Energie. Die halbe Welt, sagten sie dann. Das wäre besser als nichts. Ein Versuch. Wieder ein Fehlschlag. Ein Viertel, fragten sie. Selbst das schafften wir nicht. Ein Sechstel, ein Achtel, ein Zehntel, rieten sie. Die Antwort blieb die gleiche. Mit viel Zeit könnte eine Stadt verschont werden. Doch über diese Zeit verfügten wir nicht. Jetzt zogen weiter. Krass, die konnten einfach niemanden retten, oder was? Wer ist das? Ist das die? Ja. Wir haben, glaube ich, die Energiequelle mal gefunden. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Das finde ich doch nie im Leben! Wo war das denn jetzt? Unten. Da unten irgendwo, ne? Jetzt komme ich hier wieder runter. Das sind auch überall diese Schriftzüge, ne? Mhm. Was haben wir hier noch? Ich glaube, ich habe hier gerade einen Modelfehler, oder? Was sind diese Kristalle? Erinnert mich so ein bisschen an die Kristalle aus dieser Höhle, nur dass die jetzt hier schwarz sind anstatt weiß. Mhm. Aber lustig, ne, dass wir das da kurz vorher noch in der Reportage hatten. Ja, das stimmt. Das fand ich echt geil. Hatte gepasst. Hier sind überall diese Kristalle, ne? Oder? Mhm. Was ist dein Fall? Steht er fest? Unabänderlich? Ist seine Existenz wirklich sicher und wartet er nur auf seine Entdeckung?
oder kann er geändert werden? Hier erfuhren wir die Antwort und dachten, sie wurden genutzt, um zu befehlen, zu kontrollieren, zu besitzen. Aber wir fanden bald einen weiteren Nutz. Waren es jetzt genug Führige, die alle glaubten, nahmen ihre Gedanken Form an. Aber dies wurde zu wichtig. Wenn 100 eine Mauer zerstören oder einen Baum erschaffen konnten, was würden 1000 fanden? 10.000? Mehr? Könnten wir die Übereinkunft ändern und die Bedrohung wegdenken? Wir beschlossen, einen in den Himmel zu schicken, um uns alle zu erleuchten. In dem Moment sollte Einsatz gesagt werden. Wir sind sicher. Auf diese Weise wollten wir die Übereinkunft ändern und so die Welt retten. Jedoch kam es nicht dazu. Wir starteten ein Dutzend von ihnen, aber wir konnten sie nicht kontrollieren, den Strahl nicht lenken, die Welt nicht steuern, die Worte nicht sagen. Und obwohl dies schon sehr gefährlich war, war unser nächster Versuch schlimmer. Krass, was sie alles unternommen haben. Kommen wir hier noch weiter? Das interessiert mich gerade, ich will da mehr von erfahren. Ha? Oder? Ja. Nicht so? Doch. Du bist gerade so ein bisschen, siehst so ein bisschen komisch aus. Irritiert. Unser erster Impuls war es, zurückzureisen, die Vergangenheit zu ändern. Doch wir fanden keinen Weg. Aber vorwärts. Wir konnten vorwärts blicken. Und so wollten wir über uns selbst hinaussehen und wissen, was kommen würde. Erst beobachteten wir, ob unser Werk Erfolg hätte. Allerdings war die Antwort immer dieselbe. So zogen wir wieder weiter. Sie jedoch verweilte. Jene, die ihr als Minerva kennt. Schon bald beobachtete auch sie nicht mehr. Und stattdessen begann sie zu sprechen. Sie sprach durch die Zeit hinweg, in der Hoffnung, euch retten zu können. Sie versteckte unauffindbare Botschaften, sicher für dich und für jene, die dich begleiten. Ich bin es leid. Diese kryptischen Warnungen, Drohungen. Sag uns, was du willst! Tun sie doch. Wir sahen auch Riesen da selbst. Wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen und somit auch in den ihren. Stell dir vor, all das einem Zweijährigen zu erklären, einem Jungspund. Als sie sagten, der Wille der Götter sei unergründlich, meinten sie es so. Buchstäblich. Ich habe sie ermordet. Lucy ist tot. Es war der Apfelsohn. Es war Juno. Ich sah, was sie war. Was geschähe, wenn sie weiterlebt? Ich hätte es stoppen können. Ich meine, da war ein Zwang. Aber ich musste nicht. Ich entschied mich. Desmond. Lucy wollte uns betrügen und den Apfel zurück zu Abstergo bringen. Ich sah den Satellitenstart. Ich sah seine Aktivierung und dann... das Scheitern. Was auch hinter dieser Tür liegen mag, es hilft, Luno. Wir müssen vorsichtig sein. Gott, ey, die drehen ja alle am Rad, ey. Ja. Geht's jetzt hier noch weiter? Oder muss ich jetzt da runter? Darauf komme ich ja jetzt nicht, ne? Hm.
Wow. Wow. Ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber ich kletter einfach mal weiter. Ich hab gerade irgendwie ein Déjà-vu. Ah! Ah! Das hier bitte für ein Tempel, wie übel. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, das sah anfangs gar nicht so groß aus. Nur wie so eine alte Ruine, so.